Die Männer, der heute in den Club kommt, egal ob das Hells Angels, Bandido, die fangen ja an so Anfang 20er, weil die finden das sehr interessant, was es auch ist. Die suchen diese Bruderschaft. Aber bei mir war das schon, ich habe schon als gar nicht jung gemacht. Ich habe ja auch Auto gefahren, bevor ich überhaupt Führerschein hatte. Vergessen die erste Auto, so richtig, das war die Rektorsauto von meiner Schule, wo ich gegangen hatte. Sein Auto hatte ich dann geklaut in der Pause, hast du mich früher gefahren. Ich glaube, das ist der Auto von all den Autos, die man am meisten geliebt. Ja, ich so die erste Liebe. Ja, ich war 15 Jahre alt, ich habe schon einen Siebner gehabt. Ich kann erinnern, die allererste Mal, ich war mir eine Pistole genommen, da war ich 13 Jahre alt. Und da war ich so ein Typ, an der habe ich nie Fragen gestellt. Heute würde ich schon, also wenn ein Freund mir anruft, würde ich schon fragen, natürlich auch, warum, wie, was, mit welchen Typen haben wir mit zu tun? Damals gar nicht. Klar. Kanone eingepackt, Schutzweste, los. Perfekt. Ich würde sagen, wir legen los. Wir legen los, Arzt. Mats, vielen Dank, dass du hier bist. Danke für die Einladung, sorry für die Verspätung. Kein Thema, mein Lieber. Hamburg ist manchmal ein bisschen schwierig. Das ist es. Das ist Nick Flensburg auf jeden Fall. Aber du hast geiles Wetter mitgebracht. Das habe ich. Wake Bin ist das Sonnenauge in meiner Nacken. Sehr geil. Also ich habe mich schon sehr, sehr lange auf diesen Podcast gefreut, weil du bist ein Typ, du hast viel gemacht im Leben, hast viel erlebt, hast einiges zu erzählen. Und so wie ich dich kennengelernt habe in Marbella, haben wir uns so richtig mal ausgetauscht, geredet. Wir haben uns super verstanden. Ja. Genau, hatten ein paar Deep Talks und da hat man so gemerkt, die Chemie passt bei uns, weil wir haben Leidenschaft für Autos, wir haben Leidenschaft für Sport. Das verbindet natürlich sehr, sehr extrem. Das tut es, ja. Wenn man die gleichen Interessen hat und man auch gerne nach vorne will. Absolut. Und dann haben wir eine super Energieart. Yes. Und das ist das Wichtigste. Die bringen wir heute mit, oder? So ist das. Genau, also ich würde sagen, so wie ich dich kennengelernt habe, du bist ein sehr, sehr straighter, sehr gerader Typ. Du sagst, was du denkst. Das schätze ich sehr an dir. Und deswegen habe ich mich auch auf diesen Podcast gefreut, weil du ein offener Typ bist. Du redest über Sachen sehr, sehr offen. Und ich habe natürlich einige Fragen für dich. Auch meine Community bei Instagram hat auch einige coole Fragen gestellt. Vielleicht kommen wir dazu noch. Ja. Wir haben heute nicht so viel Zeit, ne? Ja, 45 Minuten. 45 Minuten. Wir ziehen durch. Vielleicht erzählst du mal ein bisschen was. Einfach Kindheit, Jugend, so, wo kommst du her? Ja. Also ich bin ursprünglich Däne, dänische Wikingart. Davon kommt der Powerhouse verkämpfen. Geil. Ich bin geboren in Viborg, das ist eine kleine Stadt in Jütland. Mhm. Ihr weißt ja, man hat ein großes Stück Land, das ist Jütland, dann hast du Fyn und dann hast du die kleine Insel, wo Kuman liegt, Schelland. Okay. Nee, aber ich bin in Viborg geboren ich bin 81er. Also 41 über 42 dieses Jahr. Und ich habe eine sehr, 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 sehr starke und sehr gute Familie. Da kann ich nie ein böses Wort sagen. Die war auf jeden Fall nicht der Grund, dass ich manchmal sehr viel Ärger gemacht habe. Das hat mich damals auch sehr gewundert, wo du mir das erzählt hast. Ja, ja. Weil normalerweise läuft das ja ein bisschen anders. Ne? Ja, genau. Ich komme von einer sehr starken Familie, sehr, sehr gebildet. Und mein Vater ist in Real Estate über 50 Jahren. Meine Mama war auch immer selbstständig. Und dann in mein Teenage-Alter, ja, habe ich ja, also erstmal habe ich angefangen zu boxen, da war ich 10. Mit Kampfsport angefangen mit 10 schon? Genau, ja genau. Mein erster Diplomkämpfer habe ich schon angefangen mit 13 Jahren. Wie bist du drauf gekommen? Also wie kamst dein Vater hat dich dann zum Kampfsport geschickt, oder? Nee, überhaupt nicht. Also meine Mama und Papa waren immer großen Fans vom Boxen. Die haben auch früher immer zum Boxen gegangen, zum Galas. Cool. Weil in der Zeit war ja auch die großen Ära von dänischer Boxen. Also schon Ende 80er, die 90er, da haben wir die größten Namen, was Boxen angeht. Und das war ja irgendwie die Primetime von Mons Pelle. Mons Pelle ist der größte Promoter. Jetzt ist sein Tochter hat das übernommen. Und auf jeden Fall habe ich dann angefangen zu boxen. Und mein Mama und Papa wollten immer, dass ich zum Klarinett gehen sollte oder Fußball. Und Fußball habe ich auch gespielt und all diese ganzen Sachen. Tischtennis habe ich gespielt, auch sehr erfolgreich. Und Tischtennis macht tierisch viel Spaß. Witzig. Ja, weil eigentlich war Deutscher Meister. Ja. Echt? Ja. Aber die Titel durfte ich nicht haben, weil ich Däne war. Krass. Ja, dreimal dänischer Meister und alles mögliche. Ja, aber egal. So mit Anfang 20 oder noch früher? Ganz, ganz, ganz früh angefangen mit Tischtennis auch. Okay. Und dann nebenbei auch dann auch ist ein Boxen angefangen. Da habe ich so Boxen angefangen und war super. Krass. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Richtig cool. Ja, und dann ist mein Teenie angefangen und sehr wilde Zeit. Okay. Ja. Wann ging diese wilde Zeit los? Und vielleicht direkt dazu anknüpfen. Ja. Oder lass uns mal erstmal darüber sprechen, was du heute machst. Weil das würde, glaube ich, den Leuten ein bisschen zeigen, okay, ne? Ja. Wer du heute bist, was du heute machst.
Ja, also ich bin selbstständig seit fast 14, 15 Jahren. Mhm. Ich mache alles von Online-Shopping, von Gastro. Mhm. Ich habe ein Café und eine Diskothek. In Flensburg, ne? Ja, genau. Mhm. Und dann habe ich mehrere Tattoo-Studios, Franchises, dann auch daneben bei Dänemarks größte Tattoo-Kette, Deutschlands größte Tattoo-Kette und Welts größte Tattoo-Fashion, ne? Tattoo-Fashion. Mhm. Das ist die weltgrößte Tattoo-Marke und auch die einzige Tattoo-Kette, da ist gesponsert von Cheyenne. Also Cheyenne ist der größte Hersteller in der Welt und der besten von Maschinen und Nadeln. Und die so haben, wie Porsche quasi für die Autos. So sieht es aus. Du hast mir ja sehr viel gelernt beim Porsche. Ja. Ja, und dann, ich bin sehr, sehr froh. Ich bin selbstständig geworden, so ganz spät, 2009. Hm. Ich habe spät angefangen bei meiner Selbstständigkeit. Hm. Weil, wie gesagt, was du auch schon erwähnt hast in der Story, war ich auch viel Jahr drinnen. Hm. Ne, was mich auch nicht schäme drüber und ich auch absolut nicht, wenn ich was ändern könnte in meinem Leben. Natürlich gibt es da immer Leute, gibt es da etwas, in das du dein Leben ändern würde? Aber im Endeffekt muss ich sagen, eigentlich nicht. Hm. Also, weil das hat mir auch gebracht, so wo ich heute bin. Das hat mir auch gemacht mit dem Mann, dass ich bin. Und im Knast habe ich auch sehr viele Sachen gelernt. Mhm. Ich habe die Lizenzen gemacht für Ernährungsexpert. Ich habe die Trainerlizenzen gemacht. Ich habe sehr viel gelesen. Mhm. Habe mich viel hier selbst gebildet. Darüber. Ja. Es gibt, glaube ich, immer so zwei verschiedene Kategorien von Menschen. Die einen gehen in den Knast oder haben Zeit, sich Gedanken zu machen, gehen in sich, lesen Bücher, so wie du, bilden sich weiter, verändern ihr Leben. Die anderen werden noch schlimmer. Ja, die connecten sich dann mit den anderen Leuten, die ein negatives Mindset haben, gehen raus und machen eigentlich noch mehr Scheiße. Ja. Und bei dir war eben genau dieser Umbruch. Ne? Du hast dir dann angefangen, Gedanken zu machen, wie kann ich quasi daraus lernen, positiv wieder zurückkommen und stärker sein. Ne? Genau. Also ich bin jetzt Skorpion von Sternzeichen und ich finde immer, egal welche Situation ich war in meinem Leben, egal wie schlecht er war oder egal was für eine Niederlage, dass ich hatte, habe ich immer das Positive da drin gefunden. Mhm. Und wie ich auch schon gesagt habe in ehemalige Episodes auch von Podcasts und so, sage ich, Knast ist gut für jeden Mann. Weil erst dadurch lernst du zu schätzen den Freiheit. Denn Freiheit hier so kommt spontan, wie wir heute gemacht haben. Oder man geht zu seinem Hauptluxusrestaurant mit guten Freunden auf einen Dienstag. Dann lernt man das richtig zu schätzen. Mhm. Und das, ja, genau. Das habe ich auf jeden Fall bei meiner ersten Urhaftzeit, wo eine Tür zu war und das war 6,5 Quadratmeter und ich stand da mit so einer ekligen Selle voll gemalt und mit Graffiti, so Sticker überall. Und unvorstellbar, ne? Ja, dann lernst du, wie stark du bist. Das vor allem, wenn man weiß, okay, das ist jetzt erstmal für lange Zeit. Ja, ist so. So, und ultimativ. Urhaft ist ja immer so eine Sache, da bist du eben ungewiss und ich habe nie... Mhm. Ich habe immer nur meinen Namen, meinen Personennamen gegeben, auch im Gericht und so habe ich nie gesprochen. Mhm. Und das hat mein Anwälte immer für mich gemacht. Ich hatte da nichts zu sagen und so bin ich erzogen und so wird das auch immer bleiben. Aber ich würde niemals mehr in den Knast kommen. Also das würde niemals mehr passieren. Ich muss auch mit großem Stolz sagen, mein Papier sind sauber heute. Ja. Alle meine Sachen, meine Konstruktion und alles steht in meinem einigen Namen. Ja. Ich habe ein sehr gutes Verhältnis um die Behörden. Also wenn ich Behörden mache, meine ich alles von Ordnungsamt, TPZ, Bauamt, Polizei, alle solchen Sachen. War übrigens auch eine Frage, also mit deiner Vergangenheit natürlich, über die wir gleich nochmal ein bisschen näher drauf eingehen, hat viele Leute interessiert. Also hast du das Gefühl, dass die Ämter und generell mit dem Geschäft, was du heute machst, dass sie schon dir doller auf die Finger gucken als anderen Leuten, die normal so, das ist so. Ja? Besonders im Anfang, besonders in Gastronomie, da musste ich schon, da haben die sehr viel Auge auf mich, was auch verständlich ist. Mhm. Weil das ist einfach so, wenn du eine Diskothek hast, das war ja mein erster Gastronomieladen, dann hast du auch schon sehr viel Macht in der Nachtleben. Und da wussten die ja nicht, also oft höre ich auch, oh, Drogenhandler, dies, das, und ich hasse Drogen. Das muss ich ganz dazu sagen. Mhm. Nicht, dass ich mich selber damit rumgespielt habe, wenn ich Teenager war. Aber habe ich ganz, ganz schnell ausgefunden, da war ich nicht klug genug für. Und ich kenne auch keine, da das war. Das ist nur ein Moment von Zeit, dass wir in die Hosen pissen. Das wäre ganz, ganz, das ist warm und ganz schnell kalt. Ne, so, ich bin überhaupt kein Fan von Drogen und das ist ja immer so eine Sache, haben die immer sehr Auge drauf. Mhm. Und auch mit meiner Tür und da hatten natürlich sehr viel Kontrolle wie die Sachkundigungsprüfung und A34-Schein, was ich auch selber genommen habe. Mhm. Auch wenn ich den Hausrecht habe, weil ich Besitzer bin, brauche ich das eigentlich im Endeffekt nicht. Aber Schleswig-Holstein ist sehr stark, also sehr, sehr hart damit, was das betrifft. Mhm. Und aber das tut mir nichts. Ich musste ein bisschen härter arbeiten. Das ist ja auch meine eigene Schuld.
Man darf ja auch nicht vergessen, die kennen ja auch diese ganzen Geschichten. Ich habe ja schon bei denen im Büro gesessen und die haben mir auch Fragen gestellt, habe ja auch gesagt, wie das war. Und ich verstehe mich super mit denen. Und das ist die wissen, wenn die einen Termin mit mir habt, dann halte ich mir auch drin. Ich mache keinen Scheiß unten in der Stadt in Flensburg. Und ja, so ist das. Ich glaube, die profitieren eher jetzt von dir. Weil auf jeden Fall Steuer. Ja, das das auch. Aber ich glaube, du bist auch bist ja auch über 1,90 groß. Ja. Stabiler Kerl und da macht keiner so schnell Stress. Nein, das geht schon alles und das passt schon. Natürlich kann man das nicht vermeiden, weil wir sind ein Frühclub, so in der Nacht leben und ich bin auch nie selber unterwegs nachts. Ja, ich trinke ja, wie gesagt, genau wie du, keinen Alkohol in der Sinne. Wir sind Sportler, ich stehe sehr früh auf, 5:45 Uhr jeden Morgen, mache mein Training, Cardio-Trainer, erste Einheit, dann geht's los mit der Tag und dann wieder zum zweiten Einheit. Also ihr Lieben, wenn euch der Podcast wirklich gefällt und ihr der Meinung seid, ihr könnt damit auch andere Leuten einen Gefallen tun und vielleicht denen in gewissen Situationen etwas Motivation und mehr Lebensfreude geben, was natürlich hier der Sinn der Sache ist, warum ich mich hier überhaupt mit den Leuten treffe, ist die Essenz zu finden, was es bedeutet, im Leben zufrieden und glücklich zu sein und was macht einen glücklich und zufrieden über lange Frist, weil das Leben ist nun mal ein Marathon. Und ich würde euch bitten, einfach das zu teilen, die Message zu teilen, den Kanal so ein bisschen auch uns zu helfen, bekannter zu machen, einfach, dass mehr Leute was davon haben. Weil wenn es euch hilft, wird es sicherlich auch anderen Leuten helfen, die gerne auch mal reinhören und zuhören und die Lebensgeschichte der einzelnen Persönlichkeiten, die wir hier im Podcast auch in Zukunft haben werden, eben einfach hören, mitbekommen und sich dadurch inspiriert fühlen. Also es würde mich sehr, sehr freuen und ja, vielen Dank fürs Zuhören. Das war auch eine Frage von meiner Community, deine Morgenroutine, also da hast du schon immer so eine feste Zeit. Ganz wichtig. Schlafen gehen, aufstehen, du hast deine Abläufe. Ja, genau wie du. Ich weiß ja auch, du hast ja auch von deinen Abläufen erzählt, dass ich glaube, für jeden erfolgreichen Mann oder Frau ist eine Struktur ganz, ganz wichtig. Man muss schon einen strukturierten Alltag haben oder dann schaffst du eine Sache, dann sag man einfach nicht. Weil genau wie du hast ja auch sehr viel zu tun. Du bist ja da. Inner sehr inspiriert für mich. Das habe ich auch früher gesagt, auch genauso wie Harry. Also so junge Kerlen wie euch, dass so stark sind und schon so erfolgreich sind und so gebildet. Das motiviert mich und das will ich mein, damit ich meine Sachen noch besser machen. Man bekommt einiges in die Wiege gelegt. Also sag ich mal, dein Hirn, deine Genetik, ja, dafür, dass wir eben auch nicht doof sind. Dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Aber diese Talente muss man natürlich ausbauen. Und das geht nur mit Struktur, wie du sagst. So ist das. Ich habe mein Tag fängt immer an 5.45 Uhr. Da stehen wir auch, Mowgli und ich. Mowgli ist übrigens mein Mipopulli, mein Hund. Er hat das beste Leben, glaube ich, was man sich vorstellen kann als Hund mit dir. Ihm liebe ich genauso hoch wie mein Sohn. Das darf Leute nicht falsch verstehen. Natürlich liebe ich meinen Sohn sehr, sehr hoch und meine Familie. Aber alle, der Hunde hat, glaube ich, die können das. Also er ist genau wie ein Mensch für mich. Und da stehen wir auf, er schläft auch im Bett bei mir. Da stehen wir auf. Süß. Als erste checke ich mein Handy. Da habe ich immer meine Check-up-Nachrichten von meinen Gastronomieläden. Ne? Da kriege ich immer eine Check-up-Nachricht, wie die Nacht gelaufen ist und so sagen, ob der Stress war. Das du mit das Erste, was du morgens machst? Yes, das ist ganz, ganz wichtig. Ich will wissen, was los war nachts. Ich bin komplett OCD. Also für Leute, die nicht weiß, was OCD ist, das ist eine Krankheit. Die habe ich immer gehabt. Wenn ich jünger war, war das schlimmer. Fast so schlimm, dass ich gar nicht Besuch haben konnte nach Hause. Also alles muss immer, also wie hier ist super. Alles sauber, alles gerade, alles top. Und so habe ich es auch mit meinen Sachen. Und ich glaube, das ist ein großer Teil meiner Erfolg, auch mit meinen Läden. Nicht, dass ich sage, dass Leute ohne OCD das nicht schafft, weil OCD ist auch nicht schön immer. Aber ja, dann stehe ich auf, dann checke ich mein Handy, Social Media, was da reingekommen ist von allen möglichen Nachrichten und dies und das. Und dann checke ich immer meinen Kalender. Dann checke ich nochmal meinen Kalender. Was habe ich heute vor? Was für Meetings habe ich? Was muss ich erledigen heute? Und dann geht's dann zum Frühstücken, Duschen. Da muss Mowgli raus. Und dann fangen wir an. Mowgli ist immer mit mir rum. Eigentlich wollte ich ihn auch heute mitnehmen. Aber schade. Ich hätte mich sehr gefreut. der geilste Typ. Ja, das ist er. Ich habe ihn im Tattoo-Laden gelassen in Flensburg heute. Und weil ich wusste ja auch nicht, was mit Hunden und so, das kann man nicht immer. Aber so fangen die Tage an und dann geht's los. Und dann, wenn ich da fertig bin, ich nehme immer nur ein Shake. Das ist die TCBs, der Shake, ne? Der ist sehr gut, ne? Deswegen sehe ich immer vielleicht aus. Vielleicht kannst du mir da ein kleines Rezept mal rüberschicken. Genau, deswegen sehe ich immer auf wie einer 35. Sehr gut. Und dann nehme ich ein Glas von denen, so mein Bauch nicht so voll ist. Ja. Und dann, wenn das gute Wetter ist draußen, dann gehe ich 8 Kilometer.
die ersten 4 Kilometer mit Mowgli, mhm, und dann schafft er nicht mehr, weil er ist ein großer Muskelhund, ja, ja, ein kleiner Muskelhund. Ist alle kein Leute, ausdauernder Läuferhund. Nein. Das passt genau mit 4 Kilometer. Ja. Dann bringe ich ihn wieder zurück und dann gehe ich die letzten 4 Kilometer selber. Okay. Ja, und dann danach duschen, essen und dann später in den Tag, wo das reinpasst, aber nicht so festen Zeitpunkt, weil ich muss mir auch einrichten wegen die Meetings, so wie, mhm, heute. Als Beispiel würde ich später heute, wenn ich von Hamburg nach Hause komme, mhm, ich habe ja den, hier den netten Session hier mit dir, ja, und dann hole ich einen Gastkünstler ab beim Flughafen. Sehr cool. Bringt der zum Tattoo-Studio und dann danach kann ich den Training machen. Also das muss alles angepasst werden. Also du passt dich schon auch manchmal an. Du hast jetzt nicht so komplett du fährst jetzt nicht komplett immer dein Programm, sondern, genau, manchmal muss man sich auch das seinem Geschäft anpassen, seinen Termin anpassen und so weiter. Aber da darf man sich nicht aus der Ruhe bringen lassen, nee, sondern trotzdem die Dinge, die einem wichtig sind, durchziehen und da eine Consistency, ja, reinbringen und, okay, wissen, was für einen wichtig, ja, ist. Das ist, glaube ich, dieser Fokus, den man haben muss. Ja. Ich glaube, die 2 wichtigsten Termine für mich in der Woche, das ist, wenn ich meine Boxgruppe habe, die, mhm, habe ich schon über 10 Jahren. Mhm. Das ist immer jeden Mittwoch von 18 Uhr bis 20 Uhr und Sonntag von 13 bis 15 Uhr. Und dann machen wir immer Sauna danach, mhm, weil der Gym ist top. Der Sauna, das genieße ich wirklich. Und ich habe deine Story gesehen, sieht richtig, ja, cool aus. Ja, das top, den Gym wirst du auch lieben. Die haben übrigens gerade gewonnen, hier Deutschlands beste Gym und Welts, mhm, beste Gym. Bei euch in Flensburg? Ja, ja, von Fitnessline, oder, mhm, Fitnesslife, Entschuldigung. Mhm. Ja, cool. Ja, das ist ein großer Preis, ja. Mats, lass uns ein bisschen auch über deine Vergangenheit sprechen. Das hat sehr, sehr viele Leute interessiert. Und, ja, ich glaube, dadurch, dass du es erzählst und ein bisschen versuchst, den Leuten näher zu bringen, wie es bei dir gelaufen ist, was vielleicht du für Fehler gemacht hast, woraus du dann deine Lehren gezogen hast. Ich glaube, das würde sehr viele Leute inspirieren und sehr vielen Leuten auch helfen, aus eigenen schwierigen Situationen, natürlich, zu lernen und, ja, da auch stärker wieder zurückzukommen. Ja. Ich meine, du bist das beste Beispiel dafür. Oder also, mit das beste Beispiel. Ja. Also deswegen auch so mein Seminar habe ich auch immer Leute da von ich hatte ja gerade meinen ersten, und das war ja auf, mhm, Deutsch. Und, mhm, da kam auch einer. Mhm. Ich will jetzt nicht hier sagen, was er macht, wobei das war ein bisschen heimlich für ihn. Und er kam und sagte, aber er war auch selbstständig jetzt, ne? Mhm. Und erfolgreich. Und, mhm, sagt, ja, machst du sonst wissen, bei mir hast du mich gefangen mit diesem vom Gefängnisjunge zum erfolgreichen Geschäft, Mann. Ja. Und er war nämlich, oh, er sagte, ich war auch im Knast, sagt er. Aber das wollte ich nicht laut sagen in der Gruppe. Mhm. Und mein erster Wort war, du sollst nicht darüber schämen. Mhm. Natürlich kommt das auch darauf an, was man gemacht hat. Gibt's ja, da hast du recht. Ja, genau. Einige Sachen kann man, glaube ich, nicht so einfach verzeihen. Nee, genau. Mhm. Aber mit solchen Menschen rede ich sowieso gar nicht. Ja. Aber bei ihm war das, er hat Finanz. Ja, okay. Mhm. Ja, kann ja passieren. Scheiße gebaut. Ja, aber auf jeden Fall habe ich es ihm gesagt, aber da hast du auch was mitgenommen, da die heute gebracht haben, wo du bist. Ja. Da hast du auch komplett recht. Mhm. Ja, aber meine, was kann man sagen, meine kriminelle Karriere hat sehr früh angefangen. Wie kam dieser erste Kontakt, sag ich mal, in diese Szene bei dir? Manche Leute sagten immer, ja, es steckte Einfluss von Freunden, aber ich war nie so eine, der mich irgendwie unter Druck gemacht haben von älteren Leuten oder ich musste das machen, weil die andere das macht. Ich habe immer meine eigenen Meinungen gehabt und so. Ich habe das einfach lustig gefunden. Und ich glaube, ich war Adrenalin-Junkie auch und ich wollte immer über die Grenze gehen, was ich jetzt mache mit meinen Geschäften. Und alle sollten sagen, und da kriege ich diesen Rausch und auch von dem Sport und so. Und weil die kann, ich will nicht sitzen und sagen, ja, das war ein schlechter Umgang mit diesen und so. Ich glaube, ich war die schlechteste Umgang. Aber ja, das ist da angefangen und das ist natürlich angefangen mit Autos klauen und dies und das. Mhm. Und ich habe vergessen, die erste Auto, so richtig, das war die Rektorsauto von einer Schule, wo ich gegangen hatte. Da habe ich die Rektors, also der Chef von der Schule, sein Auto hatte ich dann geklaut in der, weißt du, wenn du Pause hast und mit 12 fuhr. Ja, krass. Da war mein Vater hart, ja, ja. Aber alles soll ich sagen, und da ist das dann angefangen und dann ist es natürlich ausgeartet und dies und dat und ja, ja, und dann war ich auch schon in den Jugendheim, weil ich war ja nicht alt genug, in den Knast zu kommen. Krass. Aber in Dänemark ist das so, ich kann nicht mal erinnern, wie ich das unten gemacht habe, aber auf jeden Fall, wo ich aufgewachsen bin, musst du 18 Jahre alt sein, bevor das kannst du nie gehen. Ja, davor ist halt Jugendrecht. Und dann ja, genau, alles und so. Und das war ich schon alles durch, ich bin in 11 verschiedene gewesen, auch Heime und so. Und damit gesagt, ich habe die beste Familie. Und was ich denen beigebracht habe, wünsche ich für keinen. Mhm. Deswegen was auch du denen angetan ja, hast, genau, sozusagen. Was ich denen für Sorgen, weil mit deinem Verhalten. Ich habe die beste Mama, die beste Papa, die hat immer mitgestanden. Mhm. Also mein Vater und ich hatten ein sehr schweres Verhältnis in meinen ganzen 20 Jahren, auch wenn ich im Knast war, aber ja, nur einmal besuchen in all diesen Jahren. Krass. Weil er sehr, sehr moralisch und für ihn geht sowas überhaupt nicht. Hast du noch Geschwister? Ich habe eine Großschwester.
Sie wohnt in London. Mhm. Ist verheiratet und hat 2 Kinder. Komplettes Gegenteil von dir so? Sie ist Kriminalpsychologin. Ey, ja. 11 Jahre Ausbildung. Also sie hat solche Leute wie dich versucht damals zu resozialisieren wahrscheinlich. Ja. Sie macht ein bisschen was anderes. Sie arbeitet auf so einem Heim und ist auch selbstständig. Okay. Aber sie arbeitet auf so einem Heim. Das kann sein jetzt, dass sie Kunden hat wie mich oder Klienten. Aber sie arbeitet auf so einem Heim nur für Jungs. Ja. Da wo die Alter anfängt von 10 bis 18 und all diese Jungs sind aufgewachsen mit Verwaltigung und hat das genommen als normal und hat auch selber verwaltigt. Und da redet sie täglich mit denen und dann sind sie so, ja. So. Respekt an deine Schwester. Ja, das ist eine gute Schwester. Aber wie gesagt, eine sehr, sehr gute, Schönes, gute Familie habe ich. Mhm. So, ich habe nur eine, der Schuld hat, denn dieser ist mir selber. Mhm. Ne, weil ich war immer eine starke Persönlichkeit, starke Charakter und ich habe mir auch nie unter Druck lassen von keiner. Also irgendwie, du musst das machen, ich muss gar nichts machen. Mhm. Ich mag das, wenn ich Lust dafür habe. Mhm. Und da ist die wilden Leben einfach angefangen. Ja, ich glaube, bei dir kann man das so sagen, du bist mit einer gewissen Gabe auf die Welt gekommen, auch mit dieser Power, mit dieser Kraft, mit dieser Durchsetzungsfähigkeit und du hast die einfach in deinen jungen Jahren falsch genutzt. Ja, das kann man sagen, genau. Oder? Also, ja, da hast du recht. Ich würde niemals keinen empfehlen, das zu tun, was ich getan habe. Auch jetzt, wo die ganze Strafe und solchen Sachen sind viel, viel härter geworden. Ja. Ich kann erinnern, die allererste Mal, ich war mit einer Pistole genommen, da war ich 13 Jahre alt. Krass. Ja. Und ich bin schon sehr viel mal mit, ich habe immer einen großen Lieben von Waffen gehabt. Ich glaube, wie andere Jungs. Ja, klar. So Gefühl von Macht, Gefühl von. Ja, genau. Und heute kann ich das Gott sei Dank legal machen. Ja. Aber früher habe ich immer einfach, also ich weiß nicht, ob man so viele Hollywood-Filme gesehen habe, aber habe ich immer rumgelaufen, bewaffnet und alles mit den Sachen. Wahnsinn. Aber auf jeden Fall, da waren die Strafen ja gar nicht hoch damals. Mhm. Damals war ich auch unter 18, aber ich bin auch genommen, wo ich über war. Und hat auch fast gar keine Strafe. Aber jetzt ist es so, in Dänemark als Beispiel, ich weiß nicht, wie die Gesetze sind in Deutschland. Ich glaube nicht, die sind so hart wie Dänemark. Aber in Dänemark als Beispiel, wenn du eine Waffe genommen bist und du bist nie vorgestraft, ist völlig egal. Wenn du genommen wird, sofort 3 Jahre. Und das geht krass. Ja, innerhalb von einer Woche bist du schon im Gericht und hast du schon dein Urteil gekriegt. 3 Jahre sofort, da gibt's gar keine. Wenn du in einer Gang bist, dann ist das 100% drauf. Dann kriegst du sofort 6 Jahre und da gibt's auch nicht zu verhandeln. Und wenn der geladen ist, glaube ich sogar, dann kommt mehr drauf. So wie in Irland und England und so, ne? Ja. Da ist das ja 10 Jahre. Krass. Ja. Aber die haben auch ein Riesenproblem gerade, ja, ne? Also in London und so, Messerstechereien, auf offener Straße und so. Also die Welt wird ein immer brutalerer Ort, so. Habe ich das Gefühl. Also auch die Straftaten an sich von jungen Männern vor allem so, die Gewaltbereitschaft ist unfassbar, ne? Ja. Aber auch Skandinavien, man denkt eigentlich sehr sichere Länder, aber genau da auch Gangstrukturen, natürlich auch nicht unbedingt jetzt die Leute, so wie du, die dort geboren sind, aufgewachsen sind, ich glaube, das ist eher die Ausnahme, aber auch so Leute, Zuwanderer, also da bilden sich natürlich kriminelle Strukturen, weil die quasi sich beweisen müssen, kein altes Geld haben, keine guten Familien, keinen guten Background, alleine sind und dann sich versuchen natürlich zusammenzutun und stark zu sein in so einer Gemeinschaft. Bei Schweden und Kopenhagen als Beispiel. Ist brutal. Beste Beispiel. Kopenhagen ist eine sehr, sehr gefährliche Stadt. Wenn man da kommt, als junger Mann, nachts rausgehen, in der Nacht leben, ist schon, das ist schon sehr gefährlich. Habe ich auch gehört. Ja, sehr gefährlich. Und denkt man gar nicht. Nein. Und wenn du so eine Stadt nimmst wie Schweden, mit Malmö, ich glaube, der ist in die fünf gefährlichsten Städten der Welt. Mhm. Das muss man sich vorstellen. Wahnsinn. Ja, und deswegen, die Strafen sind natürlich auch sehr hoch gegangen. Aber ja, wie du selber sagst, die Gewalt wird härter. Und auch viele von diesen Jungen, heute ins Beispiel, von wo ich aufgewachsen war, jetzt haben die gar keinen Skrupel. Die denken auch gar nicht über Konsequenzen. Und das ist, brutal. Ja. Und Thema also organisierte Kriminalität oder sage ich mal, wobei man muss auch sagen, für junge Leute ist es natürlich auch ein Reiz, mit anderen starken Leuten zusammen zu sein, sich in einer Gemeinschaft quasi stark zu machen. Thema Motorradclub, ja. Ich weiß nicht, inwieweit du darüber reden möchst oder auch offen kannst. Ich kann offen über alles. Ich werde einfach ein paar Sachen fragen. Genau. Ich nenne keinen Namen von Dingen. Nein, ich kann nur über mich selber sprechen. Über deine Erfahrung. Natürlich, das ist mein Leben und das kann ich. Kann dir keiner nehmen. Nee, das könnte ich nicht. Und sehr gut. Da kann ich genau über alles sehen und da wird auch nichts verbergen oder irgendwie verstanden worden. Alles gut. Und dann quasi war das so mit Anfang 20, wo du Nee, ich bin schon angefangen, zu kommen.
wo ich 14, 15 war. Krass. Ja, ich bin nicht so wie oft ist es ja so, die Männer, der heute im Club kommt, egal ob das Hells Angels, Bandidos oder was das alles heißt, die fangen ja an so Anfang 20er, weil die finden das sehr interessant, was es auch ist. Und natürlich auch, die suchen diese Bruderschaft, Gefühl. Und dann fangen die dann da an, so kommen und dies und da. Aber bei mir war das schon, ich habe schon als gar nicht jung gemacht. Ich habe ja auch Auto gefahren, bevor ich überhaupt Führerschein hatte. Und das vergesse ich nie. Da hatte ich, oder hat mein Vater, da war auch hart zu mir. Wo ich mit so einer Siebner, ein ganz altes Siebner, also damals war es kein alt, er war schon ein altes Siebner BMW, aber ja, ich habe den geliebt. Ich glaube, das ist der Auto von all den Autos, die ich am meisten geliebt. Ja. Ich habe so die erste Liebe. Ja, du musst dir vorstellen, ich war 15 Jahre alt, ja, ich habe so einen Siebner gehabt. Und ich habe da rumgefahren, 15 Jahre das ist alt. Unglaublich, das musste, wenn ich darüber nachdenke, das war so crazy. Ne, und hat da rumgefahren und hat so viel Stress da gehabt, aber ja, und dann bin ich immer so ausgeschleudert da. Und bin sehr, hab da geholfen, Clubhaus, dies, das. Und wollte ja schon, bevor ich Aktien wollte, ich ja schon reinsuchen als Hangaround. Weil mein großen Wunsch damals war, Hells Angels zu werden. Aber da war ich ja überhaupt nicht alt genug. Und dann auf Aktien kam dann etwas, wenn ich Ex-Aktien war, kam etwas, das heißt Charter Supporter. Da hast du auch Kutte gehabt. Habe ich dann auch Kutte gekriegt und solchen Sachen. Und darum, krass, mit 18 schon. Ja, ich war so stolz. Aber diese Charter Supporter war dann ganz schnell weggenommen von der Regelsitz in Dänemark, das war nicht mehr erlaubt. Dann kam Red and White. Und dann war ich Bresi von der Red and White Charter von meinem Heimstaat. Aber dann kam ich auch in den Knast mit meinen ersten 3,5 Jahre und dann habe ich ein bisschen dazu gekriegt, weil in Knast habe ich mir auch, da war auch viel Ärger. Und da habe ich ein bisschen dazu gekriegt. Krass, das heißt, deine erste Haftstrafe mit wie vielen Jahren angetreten? Also die allererste, also richtige Haftstrafe, wo ich erst war, das war 3,5 Jahre. Da bin ich ja geflüchtet von der Courthouse. Da habe ich 2 Wäsche umgeschlagen und bist geflohen aus dem Gerichtsgebäude. Auf dem Gerichtsgebäude. Und ich vergesse es nicht. Ich vorbeigelaufen. Meine Mama. Meine Mama hat geweint, das vergesse ich nie so hart. Scheiße. Na, hat sie geweint und sagt sie, was tust du denn? Dann habe ich mir dann, ja, aber ich hatte Sachen zu klären auf die Straße, bevor ich reinkam. Das ist diese OCD-Sache. Aha. Und ich hatte ein paar Sachen zu klären, bevor ich mich wieder, weil das ist nicht so. Ich habe immer schon mal in Strafen gestanden. Und auf Flug zu sein, macht gar keinen Spaß. Erstmal kostet es sehr viel Geld. Du kannst nichts machen. Du bringst auch alle deine Nächsten in Schwierigkeiten. Absolut. Weil bei denen versteckst du dich ja. So, ich bin dann gelaufen zum nächsten Solarium und habe mich dann da drinnen versteckt. Und habe dann 5 Stunden gewartet. Dann war auch alles wieder klar. Krass. Und und dann habe ich so eine kleine Wohnung bei Freunden gewohnt, hat meinen Sachen geklärt innerhalb 14 Tagen, bin dann wieder selber zurückgefahren zum der U-Haus. Hast du angestellt? Geklingelt auf der Port. Dann habe ich gesagt, das war ein Ranners Arrest. In Dänemark heißt Urhafthäuser Arrest. Ja. So Ranners Arrest. So, ja, Mats hier, ich bin irgendwie die verkehrten Weg gelaufen von der Kriegszeit. Und dann ist die Port aufgegangen und dann kam ich dann rein. Ja, und dann hat er es auch wegen Ärger gegangen, wegen die Wächer. Habe ich ein bisschen dazu gekriegt und dann war ich erst in O's. Weil die wussten nicht, wo die mich hinstellen sollte. Weil ich war schon sehr, sehr starke Inmate. Weil du musst, ich darf nicht vergessen, man will sich ja gerne einen Namen machen, egal was man macht. Genau du willst ja auch einen Namen machen in die Autoindustrie, was du auch schon hast. Ja, klar. Alles was man sich so vornimmt, da möchte man natürlich gut sein drin. Ja, genau. Und ich habe mir auch nichts gefallen lassen und sehr viel Stolz und was sehr bekannt ist bei Skorpion. So ein bisschen dein Ego stand dir damals sehr im Weg. Ja, genau, ne? Ja, genau. Was ich auch immer sage, das ist die allergrößten Stolz. Zu viel Stolz und zu viel Ego, da kommt man nicht weit. Und das kann auch oft zum großen Konsequenzen kosten. Darf ich fragen, wofür diese erste Haftstrafe damals war, die du antreten musstest? Das war für Waffen, Schlagerei und ein bisschen Drogen. Ja. Das war, ja genau. Und dadurch, dass du vorher schon viel Scheiße gebaut hast in deiner Jugend, war das dann knallhart. Einfach, ne? Ja, genau. Und auch die Sachen, was ich gemacht hatte, war schon heftig. Also da, die haben so eine, ich hatte so eine Waffenhaus sozusagen, und das war gefunden. Waffenlager sozusagen. Ja, genau. Und da war alles. Und das hat mir viel gekostet und dann, wie gesagt, wie man in der Vergangenheit war, mein Papier sah natürlich nicht gut aus und der Staatsanwalt hatte ja alle die gute Karten, mein Anwalt hat ja gar keine gute Karten. Klar, und der Staatsanwalt hat gesagt, da, wie lange soll dieser junge Mann hier die Straßen hier terrorisieren? In Viborg, in meiner Heimatstadt. Verrückt, Mann. Ja. Wie viele Einwohner in deiner Heimatstadt? 120.000. Also jeder kannte dich eigentlich. Ja, so, ja, ne? Und immer noch. Aber ich muss sagen, mit großem Stolz, jetzt habe ich, in Dänemark ist es ja so, wenn du
alten Gangster war oder alten Kriminelle oder wie auch immer du schon groß in der Regie war und sehr bekannt war, dann wirst du komplett geblacklitzt. Da ist so ein Rotlicht, dass du kannst nirgendwo reinkommen. Ja. Du kannst auch nicht in Restaurants sitzen über eine gewisse Zeit. Du darfst nicht in die lokalen Clubs. Also du wirst auch so sozial abgestoßen. Das wirst du. Mhm. Ja, das ist so. Und mein Grünlicht habe ich schon Jahren her wiederbekommen. Und ich kann überall kommen, wo ich will, und da freue ich mich sehr drüber. Und hast du dir verdient? Ich habe auf jeden Fall dafür gekämpft, wieder auf der richtigen Spur wieder zu kommen. Absolut. Und nicht, dass der andere eine falsche Spur war. Also jetzt darf Leute mich nicht falsch verstehen, weil natürlich war das eine falsche Spur. Aber ich habe diese Leben auch genossen. Aber für ich, im Ende hatte ich die Herz nicht mehr dafür. Immer mit einem Fuß im Knast und immer einen Fuß auf die Straße. Dann hatte ich meine ersten Geschäfte gekriegt und dann auf einmal hat die Herz nicht mehr dafür. Und das war sehr, sehr hart für meine Mama, was die Menschen, dass sie lieber am meisten in diese Welt. Und ich habe sie das versprochen, wo sie mich besuchen war, auf Pultigon in Kopenhagen. Pultigon ist der härteste Gefängnis, ich glaube sogar die härtesten Gefängnisse in ganz Europa. Wurdest du dahin verlegt? Ja, da war ich hinverlegt. Das war eine meiner letzten, da ist nur Platz für 25 Leute, das liegt im Zentrum Kopenhagen. Und das ist so gebaut, die schüttisch komplett kaputt zu machen. Krass. Also Isolation? Ja, aber hier war lange, weil das ist so, wenn du da reinkommst, da kommen nur die Härtesten von den Härtesten. Und das kam, weil ich vorher in diese ganze Urhaftszeit, bevor du urteilst, ich saß sehr lang urhaft da, das war in einer großen Inkasso-Sache, die ich Inkasso gemacht habe gegen ein Schwein. Und wie so viele anderen, war selber Top-Kriminell, hat dann Anzeige gemacht, ne, wenn das war. Krass. Ja, ja, Wahnsinn. Was für furchtbar einfach, dass man sowas tut, ne, wenn man selber diese Leben lebt. Ja. Aber auf jeden Fall, das ist eine andere Geschichte. Und wir waren mehr involviert, wir waren 5 Leute. Und keiner hat natürlich was gesagt. Und dann die Polizei ist natürlich sehr hart. Denn lange Urhaft. Und Dänemark ist ja auch eine von den Ländern in Europa, da am längsten Urhaft. Ich glaube sogar, jetzt ist Amnesty ist reingegangen und jetzt ist die Gesetze geändert. Du darfst nicht so lange Urhaft sitzen, weil das ist schon sehr schädlich. Also wenn du nicht starken Mindset hast, kann das die komplett treffen. Das heißt, die ziehen dann auch das ganze Verfahren wird dann langgezogen. Das ist immer nach 4 Wochen. Damit du dann irgendwann weich wirst und hoffen auch vielleicht andere Leute mitverrätst. Genau, hoffen die ja. Und das ist ja dieses typische Weichkochen. Ne? Ja, genau. Wobei in Deutschland auch teilweise, man bekommt ja mit, teilweise sitzen die Leute 8 Monate, ein Jahr in Untersuchungshaft. Ich glaube, was ist das Maximum gewesen damals bei dir? Also wo in Urhaft gesessen, 17 Monate. 17 Monate Urhaft. Fast 2 Jahre. Ne? Aber wird dann angerechnet, wenn man dann verurteilt wird. Ja, dann wird das weggenommen. Ja, aber ist natürlich diese Zeit in U-Haft ist natürlich eine ganz andere als normale Haft. Natürlich, weil du weißt ja nichts. Du darfst nicht telefonieren. Nee, du weißt ja nichts von, das ist nicht mal das Schlimmste. Das Schlimmste ist, du weißt ja nicht mal, wie die Zukunft aussieht. Krass. Du weißt nicht, wie lange du kriegst, wann kommst du wieder auf die Straßen, alles so Sachen. Aber eine der besten Sachen für einen Mensch ist, man kann sich an jedes gewöhnen. Also man kann sich an jede Sache gewöhnen. Ist einfach so. Und und dann war ich in Slelse Urhaft-Haus, heißt das Urhaftshaus auf Deutsch oder Rasthaus oder was heißt diese Häuser, wo du sitzt, bevor du die Urteil kriegst? Ich glaube, das ist ja direkt am Gerichtsgebäude. Dann wird man da ja immer zum Gericht geführt, das ist Untersuchungshaft. Ja, okay, genau. Und das saß ich in einem sehr schönen Haus eigentlich. Da hatten wir auch immer die Türen auf, was immer sehr schön ist. Ne? Okay. Aber das saß ein Spanioler über mir. Ich habe ganz schnell, das hat nicht lange gedauert, habe ich die ganze Haus übernommen. Und wir hatten auch eine starke Truppe. Wir haben uns da drinnen da gut verstanden. Und zuerst war ich auch Mitglied von Club. Aber sowas habe ich nie benutzt. Habe ich auch nie respektiert, wenn Leute sowas tut, egal von wo die kommt. Auch bevor eine Schlagerei. Und dann irgendwie, dann nehmen die eine Kette vorne, egal was. Dann hast du ja schon den anderen, weil er will ja keine Ahnung mit dir, weil er weiß, okay, da stehen sehr viele, aber ein richtiger Mann. Er sieht nichts von, wenn er richtig eine Schlägerei machen will, dann macht er eine Schlägerei nur auf dich. Hast natürlich Glück gehabt mit deiner Disziplin, die du damals auch natürlich hattest mit dem Kampfsport. Genau. Sehr früh. Ja, genau. Und aber ich habe nie Ärger gesucht in der Art und Weise. Aber wie gesagt, hat mir auch nicht gefallen lassen, wo jetzt heute, lassen mir so viele Sachen. Aber wie gesagt. Man steckt auch zurück. Das ist dieses Ego-Ding. Ja, man lernt es zu kontrollieren. Ich habe das gelernt, meinen Dämon zu kontrollieren. Das ist der eine Ohr aus der andere. Und ich lasse mich auch nicht mehr da irgendwie mitziehen, weil dann kannst du nichts anderes. Und irgendwann siehst du einfach mehr lebenshaft. Ist einfach richtig. So. Auf jeden Fall, dann bin ich da hingekommen. Da war eine Spaniole. Er saß in einer ganz großen Hasssache. Ich glaube, für 5 Tonnen oder so. Hasch.
Ja, in der Hass-Sache. Er hat auch nichts an Urteil gekriegt und hat natürlich gewarnt. In Drogensachen kann das sehr lange dauern. Also das ist Wahnsinn. Okay. Und ich habe immer nachts, war ich immer wach, weil ich habe natürlich Hände reingeschmuggelt gekriegt. Ich habe ein super Leben da drin gemacht. Ich habe gutes Geld da drin gemacht. Ich hatte mit meiner Frau gesprochen. Alles soll ich sagen. Ich habe das so gut gehabt. Ich habe gute Kameraden da drin gefunden. Ich habe das Leben gehabt. Und wie das immer ist, verkackt man das. Man vergisst, wie gut man das hat. Weil denn diese Spanioler, ist immer sehr früh aufgestanden und er hat Selle direkt über mich. Und er hat das Sellearbeit gemacht. Weißt du, und hat immer gesessen mit einem Hammer. Duck, duck. Was hat er da gemacht? Irgendwas gebastelt? Ja, gebastelt. Weißt du, das ist so Arbeit, da kriegst du vielleicht, ich weiß nicht, 10 oder 5 Cent pro Stück für diese Sache. Das ist diese Arbeit, was die anbieten, wenn du, ne? Und ich, da war wach, die ganze Nacht hat natürlich Niki, konnte nicht schlafen. Und dann weiß er selber, wenn man keinen Schlaf kriegt und ich, dann war es, ich bin hochgegangen. Ja, man ist verrückt. Ja, und dann war er natürlich freck. Ne? Spanioler hatten ja auch, die sind auch sehr emotional. Spanier. Ja, die sind sehr, weißt du ja, die sind sehr emotional, die Südländer. Ja. Aber da hat er gar keinen Shape oder Cardio oder nichts gehabt und hat auch versucht, habe ich ihn komplett K.O. geschlagen. Shit. Habe ihn da liegen lassen in seinem eigenen Blut, bin dann unten gegangen, bin mein Söller und wieder geschlafen. Und das ist natürlich, haben die Wecker nicht schön gefunden. Und so diese Zeit war ein anderer in meine Sache, saß schon auf Pultigon. Ihm haben die dem rausgenommen, zum Slayelse gebracht, meine Zelle gegeben und ich bin dann zum Pultigon gekommen. Weil die haben gesagt, wenn er sich hier nicht benehmen kann und er hat sich so benommen hier, jetzt schicken wir es um der Worst Case Scenario. Das ist dann, wo du verlegt wurdest nach Kopenhagen? Ja, genau, so diese. Okay, und das war brutal. Das war furchtbar. Furchtbar. Also du sagst, 25 Leute sitzen da maximal. Maximal. Und das wird immer die, bevor du überhaupt, was heißt auf Deutsch, in ein normales Haus, in die erste Woche kannst du ja schon aussuchen, mit wem willst du gern 3 Stunden oder 4 Stunden jeden Tag zusammenbringen in der Zelle, wo man unterhalten kann und solchen Sachen oder rausgehen. Man hat ja 1 Stunde, das ist ein menschliches Recht. Hofgang. Ja, genau, wo du mit anderen rausgehen, gehst du rum und reden, unterhalten. Hier ist das nicht so. Da wird das Meeting gemacht. Jede 3. Monat nur ist diese Meeting. Krass. Und da sitzen die alle, die von der Gefängnis sagen, der Art und der Herr Christensen, passen die zusammen? Was für eine Gang kommt Art von? Und wenn die fühlen irgendwie, nö, dann 3 Monate mehr. So, das hat lang gegangen, bevor ich da irgendwann, überhaupt ein Ergebnis bekommen hast vom ja, dass ich da eine Kamerad kriegen konnte. Überhaupt, dass du ein bisschen Austausch hattest. Ja, genau. Kontakt zu anderen Menschen. Ja, ja. Aber Amnesty hat da auch, weil da in diese Zelle musst du dich vorstellen, die Politikerin ist rund. Also und Amnesty International, das ist eine Menschenrechtsorganisation. Ja. Und die haben irgendwann gesagt, das ist unmenschlich. Ja, da waren mehr Sachen nicht. Da musste geändert werden. Das war genau die Zeit, wo du drin warst. Danach. Okay. Weil da kam eine, der sehr bekannt ist in Dänemark, hat auch viele Bücher geschrieben. Und der Jünge, und er war ja damals auch Mitglied vom Club, er war auch Gründer vom Club, ist er nicht mehr dabei jetzt. Aber es ist eine andere Geschichte. Und er ist schon sehr, sehr, sehr gebildet. Und er lässt sich auch nichts gefallen und hat Anwalt drauf gemacht, weil das ist so, dass der ist rund, der Gebäude. So, du sitzt hier drinnen, und die Sonne steht immer rein in die Fenster. Du hattest keine, und das ist auch ein menschliches Recht, wenn du im Gefängnis sitzt, muss da eine, was heißt, eine Vorhänge vor dem Fenster sehen können. Tageslicht. Ja, dass du eine Vorhänge vormachen kannst, dass du die Sonne nicht reinkriegst. Okay. Also eine Gardine, heißt das Gardine? Ja, Gardine. Ja, genau. Oder Jalousie. Ja, genau. War da gar nicht. Krass. Und alles solche Sachen. Und dann musst du dich auch vorstellen, drinnen in diese Gebäude war auch eine Polizeirevier. Und jede Nacht, wenn die reingefahren hatte, deren Kollegen sozusagen, mach die Tor auf, haben die immer wie gemacht. Und das hat einen verrückt gemacht. Ja. Aber irgendwann hat du dich da drinnen gewöhnt, aber bei mir hat das Wochen gedauert. Und dann kriegst du ja gar keinen Schlaf. Und die ganze Beleuchtung da drinnen, der ganze Gefängnis drinnen ist nur gemacht von Architekten, einem Mensch komplett psychisch zu zerbrechen. Das Licht ist ganz dunkel. Alles nur Beton. Wenn du rauskommst, in einem normalen Urhaftshaus, kommst du immer raus von der Sinne, siehst du eine paar anderen, da geht gerade so auf Toilette. Wie so ein Kerker, in dem man gefoltert wird. Ne? Ja, genau. Und hier war das immer so, da muss auch Minimum 2 Wecker zu deiner Zelle kommen, wenn du als Beispiel pissen musstest. Oder duschen oder wie auch immer, konnte lange gehen. Wenn du geklingelt hast, konnte manchmal 1 Stunde gehen. Weil die müssen immer 2 Wecker gleichzeitig hinkommen und die rausholen. Du hattest keine Toilette in deiner Zelle? Nee, das hatte ich nicht. Wie lange saßst du in 17 Monate war ich da. Da 17 Monate. 17 Monate, der andere 2 Monate. 19 Monate habe ich da.
Ich glaube, es ist sehr schwer nachzuvollziehen, vor allem, wie du schon sagst, diese Ungewissheit, wie lange muss ich noch hier drin bleiben? Und dann ist es ein Monat, zwei Monate, drei, vier, fünf, sechs, ein Jahr. Was hast du, also was waren deine Gedanken? Wie hast du das ausgehalten? Anfang, aber am Ende habe ich meinen ganzen Tagesrhythmus geändert. Mhm. So tagsüber habe ich geschlafen und nachts war ich wach. Krass. Ne, und das war schon sehr hart und das war, also von allem meinen ganzen Gefängniszeit war das schon der härtesten. Total. Ja, das war furchtbar. Das wünsche ich auch für keinen Mensch. Also das war schon krass. Das hat keinen Spaß gemacht. Und sag mal, nach dieser Zeit in dieser Untersuchungshaft, dann bist du irgendwann ist das Urteil gefallen. Genau. Da bin ich aber rausgekommen. Den Tag. Weil krass. Das ist immer so in große Sachen teilen, die Staatsanwalt das in mehr Epochen. Also mehr Episoden. Mhm. Und dieser Typ, das wir besucht hatte, eine paar Mal, der hat auch Besuch gehabt von maskierten Männern. Da alles von maskierten Männern? Maskierten Männern. Okay. Und da meinten die, dass ich eine von denen war. War ich aber nicht. Okay. Und das haben die natürlich versucht zu beweisen, aber konnten die nicht. Das war einer der größten Punkte, wofür die dich versucht haben ranzukriegen. Ja, genau. Mhm. Und das, wenn ich davon urteilt hätte, hat das auch viel schlimmer ausgesehen. Ja. Weil diese maskierten Männer, ich weiß nicht wie viele, die waren oder wie auch immer, hat alles da komplett zerprügelt. Sogar auch die Sekretärin, das war eine Frau. Ah, okay, die sind irgendwo rein und wollten dann alles Geld erpressen. Oder? Alles komplett zerstört. Mhm. Und hat auch die Frau da geschlagen mit Baseballschläger und alles am Zahn. Also ehrenlos. Ja, und auf jeden Fall bin ich davon freigegangen. Und und dann bin ich auf den Tag im Gericht. Bin ich denn freilassen geworden? Das war das letzte Mal auch, dass du irgendwas mit Knast zu tun hattest? Nee, das war nicht die letzte. Das war nicht die letztes Mal. Scheiße. Das war nicht die letztes Mal, aber die letztes Mal, das war, wo ich mit ein paar Türsteher in Aarhus geprügelt hatte. Mhm. Und die haben dann einen meiner Freunde zurückgehalten. Ich habe es schon zu denen gesagt, lass ihn los, wir wollen weg. Wollten die nicht. Dann habe ich mit denen geprügelt und auch geendet mit, dass die ihn freigelassen hatte. Und hat dann Anzeige gemacht, was auch sehr, sehr ehrenlos war, weil die haben selber angefangen. Deswegen habe ich auch gelernt heute, ich muss mir einfach, wo jetzt als Beispiel mein ganzes Leben, die Gastronomie, die Konstruktion steht in meinem Namen. Ja, die Konstruktion zu kriegen ist sehr, sehr schwer. Ja. Das kriegst du nur, wenn du mit deinen Papieren alles. Und heute eine ganz andere Verantwortung. Ja, ist so. Und deswegen denke ich mir immer, sehe mir nach, bevor ich etwas tue. Weil bei mir gibt es langen Grün. Da gibt es aber kein Gelb und dann kommt Rot. Mm. Aber die Grüne ist sehr, sehr, ich habe sehr viel Geduld gekriegt. So, ja, und das Lustige war ja denn, da bin ich aber nicht in Urhaft gekommen, war schon lange, wo ich im Knast war. Mm. Und zu der Zeit hatte ich schon meine Postadresse in Flensburg gehabt. Okay. Und dann ist ja dann so, wenn der, ich habe dann 11 Monate gekriegt, in Gericht, aber wo ich später rein nach musste. Der Schlägerei. Ja, genau. Das war jetzt nach Kopenhagen, ja, genau. Nach dieser U-Haft. Wie lange war der Zeitraum, wo du dann? Das war in 2000 und war das in 2009 mit die Türsteher und dann bin ich erst reingekommen in 2011 oder so. Aber dann schon in Deutschland, weil du in Deutschland gemeldet warst? Ja, genau. Das Ding war, ich war ja schon hatte ein Urteil gekriegt im Gericht, langes Stück Zeit, aber ich musste nicht sofort rein. Mhm. Ne, weil da hatte ich ja schon mein Leben auch geändert. Ja. Da war ich auch schon selbstständig. Mhm. Aber dann müssen die ja einen Brief schicken irgendwann, wenn ich Haftantritt. Rein, ja, wo ich hin muss. Mhm. Und weil ich Adresse gewechselt hatte, hatten die das so in den alten Adresse geschickt. Okay. Und du weißt es aber, ich hatte viel zu tun, ich habe gar nicht darüber nachgedacht. Ja. Und dann mit meinem allerersten Hund Princess, da habe ich einen E420 gehabt, Mercedes, brutales Auto, sind wir über den Grenze gefahren und die Zollbehörden haben mich, und ich habe richtig, richtig smart zu denen gesagt, da lass es nicht so lange dauern. Ne, dann mache ich gibt es so ein besonderes Gesetz, wenn das so lange dauert, dann kann das denen schon Geld kosten. Also dann kriege ich 400 Euro, wenn nichts, ne? Okay. Und das hat lange gedauert. Und dann kommt die hin und sagt dir, Mats, du kannst dein Auto stehen lassen. Du bist verhaftet. Du bist in Deutschland. Nee, das war in Dänemark. In Dänemark. Die dänische Grenze. Und, aber die waren total nett. Und das war natürlich, weil ich schon diesen Brief schon lange hier gekriegt musste, dass ich rein musste. Aber das war alles gut. Und, Gott sei Dank hatte ich gute Freunde, da den jeden Tag den Laden aufgemacht hatte. Damals hatte ich einen Klamottenladen gehabt. Okay, damals hast du auch schon parallel angefangen. Ja, ja, da war ich schon selbstständig. Deine Geschäfte zu machen. Genau. Als Geschäftsführer dann mehreren Läden. Ja, genau. Und das war super. Das war die allerletzte Mal. Und das ist auch die letzte Mal. Also ich sage, die einzige, da kann man jetzt einen Knast kriegen, ist, wenn einer mein VW tut. Mhm.
mein Hund. Wenn es keine andere Option wäre. Ja, meine Familie oder meine nähere Freunde, wo etwas passiert. Aber ich habe gar keinen Freund in meinem Näherkreis heute, da irgendwie mich in diese Situation stellen würden, weil ich habe keine Freunde und ich beschäftige mich auch nicht mit Leuten, dass ich immer beweisen muss, weil das ist sehr, sehr gefährlich. Mhm. Ja. Was würdest du sagen von diesen eigentlich sehr negativen Erfahrungen, die du ja leider machen musstest, aber auch aufgrund deiner eigenen Taten? Was sind so was hast du mitgenommen? Was kannst du sagen? Was waren die wichtigsten Lektionen? Was war für dich das? Also die wichtigste Lektion ist wirklich immer, man soll sich sehr überlegen, was man tut in einer gewissen Situation, weil die Konsequenzen kann so hart sein. Also meine Rat an junge Menschen, da viel rausgehen und so, wenn eine vorne euch steht und lasst das. Das ist das nicht wert. Durchatmen. Natürlich gibt es Sachen, da kannst du die nicht mehr, da musst du natürlich auch dich selber verteidigen. Aber wenn die mögen, geh einfach weg. Du hast nichts verloren. Geh einfach weg, dreh um, geh weg. Das kann so schnell eskalieren auf einmal und heute sozusagen Messer, Pistole, dann ist das Leben zu Ende. Und oder du machst etwas, du schlagst ihm und dann vielleicht kommst du in einen Blutrausch, kann ja ganz schnell passieren, wenn du richtig sauer wärst. Klar. Schlagst du ihm, weil er hier verkrüppelt heißt das, wenn genau irgendetwas passiert und dann hast du dein ganzes Leben weggeschmissen. Ja. Deswegen immer benutzt deinen Kopf, denk immer, versuch immer vernünftig zu werden, das ist schon sehr, sehr wichtig. Waren das so diese Gedanken, die du dann auch, als du lange Zeit auch isoliert warst, U-Haft, waren das diese Gedanken, die du damals auch hattest? Ja, wo du genau. Sehr viel dir darüber Gedanken gemacht hast? Ja, und dann habe ich auch gedacht über, wie meine Familie sehr wehgetan hat. Das glaube ich, das war der ausschlaggebend, ne? Ja, das war der ausschlagende Punkt. Und genau. Wie kam dieser Cut dann zustande? Okay, nach dieser Schlägerei, du musstest wieder irgendwann Haftantritt, 11 Monate. Ja, genau. Dann kamst du wieder raus. Wie hast du diesen Cut gemacht zwischen legaler Welt und immer noch der Welt, aus der du ja damals kamst? Ja, genau. Ich glaube einfach, das hatte mir keinen Spaß mehr gemacht. Also alles auf diesem Straßenart und Weise. Heute mixe ich mich nie rein in Straßensachen. Nie. Auch wenn alle Freunde mich anrufen, kennst du den und den? Ich sage immer, ich will da nicht mit reingemischt werden. Und ich glaube, ich war auch sehr naiv, wenn ich jung war. Ich habe auch oft von meinen Haftstrafen, auch weil ich anderen Leute geholfen hatte. Krass. War wirklich so. Und also die wussten, du bist respektiert und die haben dich dann angerufen, wenn die selber ein Problem hatten. Und ja, genau. Sowas. Und auch dann. Und da war ich so ein Typ, an da habe ich nie Fragen gestellt. Wo ich heute, also erstmal würde ich nie, renne ich nicht rum mit Leuten, die sowas machen würden, die würden niemals ein Problem bekommen. Also du hast gelernt, Nein zu sagen. Auch. Ja, genau, natürlich. Ja. Heute würde ich schon, also wenn ein Freund mir anruft, würde ich schon fragen, natürlich auch, warum, wie, was, mit welchen Typen haben wir mit zu tun? Damals gar nicht. Klar. Kanone eingepackt, Schutzweste, los. Krass. Gar nicht nachgedacht. Also einfach los. Gar nicht über Konsequenzen gehabt. Das könnte so gefährlich. Also wenn ich diesen Lebensstil nicht gewechselt hatte, würde ich entweder im Grab oder mit Lebenshaft. Das ist eine Sackgasse. Es gibt nur diese zwei. Für mich war das nur, weil du kennst mich auch mittlerweile. Ja. Ich bin ein Typ, ich gehe all in alles, was ich mache. Ob das in mein Geschäft, das stimmt. Mit dem Sport. Und deswegen, ja, so ist es. Krass. Aber Gott sei Dank habe ich meine Kräfte in was anders gelegt. Wie gesagt, vermeide ich nicht die Leben, was ich gelebt habe. Ich vermeide auch nicht mein Seid im Club. Da habe ich sehr viele gute Sachen, sehr viele gute Erlebnisse gehabt. Der Club ist auch sehr stark, was angeht in der Erziehung. Viele Leute sagen immer, ja, die Club macht einen kriminell. Das ist fast der Gegenteil. Viele Leute sind schon sehr kriminell, bevor die da reingeht. Und dann derjenigen Charter versucht das immer zu, weil das ist nicht gut für den. Klar, logisch. Ja, und die haben ja einen militärischen Aufbau, wie man so Member bekommt. Und das habe ich immer sehr respektiert. Und da musst du auch eine gewisse Disziplin an den Tag legen. Das ist ganz wichtig. Und dann wirst du auch nicht Mitglied. Und ich war sehr jung, wenn ich Mitglied geworden ist. Ich bin ja im Knast angefangen, das Hangaround. Ich saß auf einer Abteilung, da nur für Hells Angels war damals. Das war alle Krass. Alten Jungs von der Rockerkrieg, zurück in den 90ern. In Dänemark, die skandinavische Rockerkrieg war sehr, sehr brutal, ne? Respektiert ist. Das waren mal Rakettenangriffe. Ja, die haben ja mit Bazookas geschossen und sowas. Autobomben und alles so Sachen. Wahnsinn, und da saß ich mir all die alten Jungs. Das war fast so ein Charter im Knast. Weil das war nur für uns. Wir dürfen nicht gemixt werden. Wir haben auch unsere einigen Küche. Und da war ich sehr junger Mann. Das war schon sehr hart für mich, weil die kam rein und ich war schon King von meiner Gruppe. Und dann kam ich nur eine kleine Pisse. Da warst du so. Wieder ganz unten musstest du dich hinten anstellen. Ja, ist so, ja.
Aber dann habe ich bin ich da drin 21 geworden, dabei galt genug einzusuchen als Hangaround, aber weil ich schon so viele Jahre in den Club gekommen ist, war mein Prospect-Zeit auch nicht so lang. So, ich bin rausgekommen und dann, glaube ich, Anfang 23 oder Ende 22 Jahre alt. Wie lange hast du aktiv im Club dann? Ich war Mitglied 3 Jahre, meine ich. Genau. Mitglied 3 Jahre, aber in dem Milieu war ich schon seit ewig. Klar. Und oder 4 Jahre, kann ich gar nicht erinnern. Aber auf jeden Fall, bin ich als Hangaround da rangesucht, war dann Mitglied geworden, Ende oder Anfang 23 Jahre alt, war auch der jüngste in Europa, auf jeden Fall, das haben wir auf jeden Fall viel drüber gesprochen, dass der jüngste Member war. Ich sage aber auch ganz ehrlich, ich war viel, viel zu jung, und ich war auch viel zu wild. Wenn ich mir überlege, Männer, ne, mit Anfang 20, ja. Man, jetzt erst so mit Anfang 30 fängt man an, sich wirklich als genau, Mann zu fühlen. Ja, genau. Ja, und auch so dementsprechend zu verhalten, auch ruhiger zu sein. Genau. Dinge. Ich war viel zu wild. Viel, und ich konnte mir auch nicht einordnen. Natürlich, das ist natürlich eine Demokratie bei Hells Angels. Das ist eben ein Mann, eine Stimme, was ich auch super finde im Vergleich zu anderen Clubs. Da hat alle was zu sagen. Aber zu trotz musst du dich einordnen. Wenn das sind dein Member gewesen, 25 Jahren, sitzt du nicht da und sprich gegen ihn, wenn man so sagen. Aber ich, verständlich. Ich war einfach jung und verrückt und das hat mir ja auch gekostet, dass ich einmal raus vom Club musste. Weil da war das nicht meine einzige Entscheidung. Also nicht, dass ich rausgeschmissen war mit einem Kick in meinen Arsch. Ich war immer noch willkommen, das haben die auch zu mir gesagt. Aber du musst dich vorstellen, als junger Mann, meine ganze Integrität. Weil die haben mich ja quasi geformt als junger Mann. Klar. Und das war mein ganzes Leben und ich habe wirklich dafür gelebt und ich war in dieser Bubble drinne. Und dann dabei auch, dass ich war einfach so sauer und ich fühle mich so verraten von welchen. Das ist ein normales Gefühl. Das ist genau das gleiche in einer Beziehung, wenn ein Freund mit dir Schluss macht. Du investierst so viel Kraft, du investierst so viel Zeit, das ist dein Leben. Und viele Sachen getan auch und dies und das, aber damit nicht gesagt, dass ich nicht in manche Sachen, wo die nicht recht hatten, das hatten die 1000%ig. Ja, und dann bin ich auch, das war ja auch da, wo ich in der Fremdenlegion gegangen bin und ich war so sauer. Nicht, weil ich irgendwie gejagt war oder so war das überhaupt nicht. Ich war auch nicht im Bad Standing, war ich noch nie. Ja, also nicht unehrenhaft quasi. Nein. Ich hatte immer noch gute Freunde, da habe ich ja auch heute jetzt, was ich auch sehr schätze. Aber ich habe nichts mehr mit dem Milieu zu tun, ich komme auch nicht in die Clubhäuser, das habe ich mir selber entwählt. Warum meldest du dich denn aus? Richtig. Also du meldest dich nicht aus, immer noch da. Man muss schon dann einen Cut machen. Ja, ist so. Ja. Und dann, nach einem Stück Zeit, wo ich nach Hause kam, von Frankreich und dies und das, und da hatte ich schon mehrere Geschäfte und dann irgendwann bin ich dann wieder mitgekommen. Aber da hatte ich die Herz nicht mehr dafür. Da hat dieses Stück Zeit raus vom Club, weil ich habe auch sehr viele Freunde immer gehabt, da hat nichts mit Club zu tun. Und da habe ich einfach ein anderes Leben gespürt. Also ich habe mich gewöhnt, drinnen nicht über die Schulter zu gucken, immer nicht immer ratschern, nicht immer. Das war ja so, zum der Zeit, wo ich am wildesten war, war ich am Tag minimum 3 bis 7 Mal am Tag angehalten bei der Polizei. Die haben mir so gejagt in Aarhus. Und da hatte ich die Herz einfach nicht mehr dafür. Und meine Eltern war auch, die haben nie was gegen Club gehabt oder so. Aber die fanden das natürlich sehr doof. Du bist jetzt selbstständig geworden, warum denn dies und das? Und und dann nach einem Stück Zeit habe ich mir nur Gedanken gemacht, wie melde ich mich am besten aus? Weil natürlich war auch mehrere, die haben deine Hand ein Feuer für mich gelegt. Ja, ja, ist ja auch ein Druck, der auf dir lag. Das ne? ist brutal. Ich würde die enttäuschen. Das war schon ein sehr starker Member, der sehr viel was zu sagen hat und sehr viele Jahre dabei war. Aber diesen Hürde habe ich auch genommen. Ich habe mich rausgemeldet auf ein Montagsmeeting. Leute fragen mich auch oft, kann man sich einfach so ausmelden? Natürlich kann. Das dauert 3 Minuten. Krass. Und wenn du keine Scheiß gebaut hast und nicht Schulden überall und nicht dein Patch benutzt hast, schwache Menschen zu erpressen, brauchst du keine Angst zu haben. Das habe ich nie gemacht. Ich habe immer Leute gehasst. Da, egal von wo die kommt, da benutzt das irgendwie Leute zu erpressen oder die. Und bei uns war das überhaupt nicht angesehen. Und habe mich ausgemeldet, war super. Wir haben uns gut verabschiedet. Bin immer noch gut mit dem Charter. Ich bin nicht im Bad Standing. Und was auch überhaupt gar keinen Grund für gibt. Ja. Und ich bin froh über meine Entscheidung. Für mich war das Beste. Und und dann ist das richtig stark gegangen mit meinen Geschäften, weil da habe ich das ist natürlich richtig cool. Also dann war quasi so auch der Cut mit der Welt, wo du vorher warst. Und dann hast du deine Geschäfte aufgebaut. Ich glaube auch, dass deine Erfahrungen
aus deinem vergangenen Leben, aus diesem Clubleben auch viel geholfen haben, sehr viel Energie und Fokus auf diese legalen Geschäfte natürlich zu legen. Ja. Also ich muss sagen, wenn du legalen Geschäfte gibst, ich war nie eine Kriminelle in der Sinne, mit wo ich Geld gemacht hatte. Mit natürlich habe ich mit Drogen wie jeden anderen Teenager Drogen gespielt, wo ich ganz schnell ausgefunden habe, ich war nie Pablo Escobar. Mhm. Und im Vergleich zu was du verdienst, was die Strafen, macht das einfach gar keinen Sinn. Und dann hasse ich das auch. Und heute ist das Gift. Ich will das auch nicht haben, wenn ich irgendwie höre, dass Leute Verkäufte mein Leben, kriegen die lebenslang Hausverbot. Bei mir ist auch so, in meinem privaten Umkreis sowieso, aber auch so versuche ich sehr viel von solchen Leuten Abstand zu nehmen. Mach alles kaputt. Ja. Jetzt gibst du Gas mit deinen Geschäften. Ja, genau. Macht dir Spaß. Du bist viel in Marbella unterwegs. Viel am Reisen. Hatte ich auch einen Franchise-Laden und wurde benutzt auf der Taxistraße gehabt. Musste leider aber zumachen. Später, weil er hat das nicht hingekriegt, der Franchise-Nehmer leider. Ist aber immer noch ein guter Freund von mir. Okay. Und jetzt suche ich ja lokal und ich habe schon meine NIE-Nummer gekriegt. Ich habe ja selber 3 Tattoo-Läden und dann mittlerweile In Südspanien da? Also In Marbella oder? Ja, das suche ich lokal jetzt, ne? Aber ich habe selber 3 Läden, also in Flensburg, Sünderburg, Dänemark und Husum, Tattoo-Studios und Franchise, denn dann nebenbei 21, 22, ich glaube, wir sind 24 oder 25 Läden mittlerweile. Wie gesagt, der weltgrößte und genau. Und das ist eine sehr, sehr gute Tattoo-Kette. Das ist auch eine No-Collar-Kette. Also wir haben nichts mit welche was zu tun. Wir sind unter einigen. Und da habe ich das auch richtig strukturiert hochgebaut. Jeder hat da was zu sagen. Wir treffen uns immer alle Inhaber jede 3. Monat. Und versuchen immer, wir sind sehr familiär. Wie können wir das besser machen in die Kette? Wir helfen, unterstützen einander mit Tätowieren. Das läuft sehr, sehr gut. Vielleicht noch mal zum Abschluss, weil wir sind jetzt schon über der Zeit drüber. Also, unfassbar spannend, dir zuzuhören, weil natürlich, wann trifft man mal jemanden, der so offen heute über seine Vergangenheit reden kann? Vor allem, wenn das so eine sehr bewegte, verrückte, und sehr außergewöhnliche Vergangenheit war. Ja, viele Leute versuchen ja auch manchmal das ein bisschen zu verheimlichen oder die finden das, die schämen sich drüber, dass die zum Beispiel im Knast war und die haben Angst, wie gucken Leute jetzt auf mich. Aber ich sag, sowas hatte ich noch nicht. Ich habe meine richtige Freunde, ich habe meine Familie. Für mich ist wichtig, genau wie Leute wie du, Harry und so, wie ihr mir ganz sieht. Das ist mir wichtig. Und ich bin froh, wenn ihr sagt, er ist ein gerade Vogel, er ist ehrlich, er ist korrekt. Und das ist wichtig. Und das war ich immer. Korrekt viel war ich immer. Wichtiger auch wenn ich bei dir war, andere. Immer korrekt war ich. Ich war immer korrekt. Und ich glaube, das ist auch eine der Sachen, ich sage nicht, dass alle mich liebt. Ich liebe auch nicht alle. Auch nicht alle von meinem Vergangenen, aber da gibt es auch viele, die lieben mich nicht. Aber die können auf jeden Fall niemals Finger an mich sagen und sagen, ich habe von einer Schlagerei weggerannt, ich habe deren Frau gefickt, ich habe von der Kasse geklaut, ich habe verpfiffen irgendeine. Nie. Nie. Diese Sachen war schon drin in mir als kleines Kind, sowas so zu werden. Und das, glaube ich, ist so, sind schöne Worte, weil wenn man das zusammenfassen kann, diese Loyalität und vor allem zu dir selbst zu stehen, das ist glaube ich, sehr extrem wichtig. Weil du bist die einzige Person am Ende des Tages, mit dir selbst musst du immer klarkommen. Das ist ganz wichtig. Das ist halt das, was viele nicht verstehen. Ja. Die versuchen viele können immer, das auch nicht. Die können nicht ehrlich zu sich selber werden, weil viele Menschen, weißt du ja, sehr viele, ich glaube so weit über 50%, die lügen sich selber an jeden Tag. Die gucken in den Spiegel, die können deren Schwächen nicht sehen. Die ersehen sich selber Geschichten, weil im Endeffekt wissen die schon, dass es eine Lüge ist. Ich habe nichts zu verbergen. Ich war alten Straßen, ich war eine Bandit, ich war viel im Knast, ich habe sehr viele Fehler gemacht, aber wo ich mich auch hingebracht habe, wo ich heute bin. Und jetzt freue ich mich drüber, meine Geschäfte laufen gut, ich habe gute, starke Freunde und damit immer motiviert und dass ich meine Sachen besser machen will. Ich habe viele Sachen im Laufen, unsere neue Geschäfte und dies und das, das motiviert mich. Macht das Man ist immer in Bewegung, das ist wichtig. Bewegung ist Leben. So ist das. Stillstand ist quasi Rückschritt. So ist es. Man darf nie stillstehen. Nee. Was würdest du ganz zum Abschluss jungen Leuten sagen, bezogen auf Selbstständigkeit, eigenes Business? Was würdest du sagen, sind so die wichtigsten Schritte, die wichtigsten Eigenschaften, die man mitbringen muss? Das rede ich auch immer über so mein Seminar. Und die nächste ist ja die 29.10. Dann mache ich das in Englisch. Aber das ist auch sehr spannend. Geht mal auf, bei Instagram hast du ja wahrscheinlich die ganzen Daten. Genau, das läuft alles über meine Homepage. Das christensen.de. Da kann man sich anmelden. Auf jeden Fall.
Ich sage immer, der allerbeste Rat ist, als junger Mann oder einige, egal was für ein, wenn man jetzt den Mut kriegt und in die Selbstständigkeit schon springt, weil für viele ist es ja so, oh, ich muss meinen heutigen Job, dann sage ich ja nein zu meinen 2K jeden Monat und die sagen ja jetzt schon meine Miete, so, dies und das. Und ich sage immer, guck mal, erstmal, wenn du dir etwas aussuchst, such dir etwas aus, das dir Spaß macht. Erstmal weggucken von das Geld. Weil wenn du diese Sache durchsiehst und mit Spaß und Herz dabei wird, also wie alles gibt und nicht die, Entschuldigung, die andere, die selber gegenüber mit, oh, und ich habe Kinder und ich muss dies und ich muss das, dann wird das nicht laufen. Aber wenn du alles gibt, dann kann das nur ein Erfolg werden. Das ist 100% meine Meinung. Weil oft ist es so, du stehst dir selber im Weg. Ja. Dann hast du nicht alles gegeben. Ja. Ich habe so oft gehabt, auch Leute machen ihren Laden auf den Glauben, die können jeden Tag 2 Stunden in der lokale Steakhouse sitzen und essen. Die haben nicht mal Umsatz noch nicht gemacht. Dann haben die schon 2, 3 Personal angestellt, was die größten Kosten ist für ein Unternehmen. Und dann beschweren und jammern die darüber, dass die machen keine Kohle. Ich habe es selber geackert, jeden Tag, 7 Jahre in der Reihe, in meinem eigenen Leben. Deswegen kennst du jeden Prozess auch so jeden gut. Jeden Prozess. Ich habe alles weißt, selber du, gemacht. Du weißt, ob jemand im Service gut oder schlecht arbeitet. Du weißt vom kleinsten, von der kleinsten Aufgabe bis hin zum Einstellen von Leuten. Ich glaube, was bei dir auch gut ist, du kannst Leute schnell erkennen und wissen, was sind deren Talente. Und genau. Ich sage dir auch ganz ehrlich, die Mal, wo ich gegen mein eigenes Bauchgefühl gegangen habe, habe ich die größten Schläger bekommen. Auch die größten Mal bin ich auf die, ne? auf die Nase gefallen, wo ich einfach meiner Entwälte, er sagt immer, großen Grüße geht auch an hohen Schulter von, wenn du gute Anwälte bräuchst, beste Anwälte. Und er sagt immer, Mats, wenn ich immer ein Euro kriegen würde, wenn mein Klienten sagt, wenn ich einfach in mein Bauchgefühl, dann würde ich heute Millionär sein. Also Bauchgefühl, ja. Leute. Ja, Bauchgefühl, auch. Genau. Sucht euch etwas aus, das euch Spaß macht. Und dann, wenn ihr das ausgesucht habt, dann gebt alles. Hör auf, irgendwie wegzubiegen von der, macht euch ein Ziel. Träume ist was, aber man braucht ein Ziel, weil das kann man greifen am Ende. Alles geben, hart arbeiten jeden Tag. Fang nicht an, sofort mit einem großen Auto zu kaufen auf Kredit und alles. Das braucht nicht gut aussehen. Das kommt alles mit der Zeit. Ich habe auch nicht Rolls Royce gefahren am Anfang. Ich habe eine ganz alte Scheiße Peugeot gehabt. Ich habe auch viel Schulden gehabt die ersten paar Jahre. Also ich war nie in Schufa oder Insolvenz gegangen. Nie. Das wird auch niemals passieren. Aber ich habe viel Schulden in der Sinne gehabt, ich konnte meine Rechnung nicht rechtzeitig sagen. Aber durch harte Arbeit, Korrektheit und Ehrlichkeit und am allerwichtigsten sehr guten Kommunikation bin ich da durchgekommen. Weil du weißt selber, wir haben alle Leute gehabt, die uns Geld schuldet. Und das Schlimmste ist, wenn man denen hinterherrennen muss. Wenn die einfach selber sich meldet und sagt, hör mal zu, wenn ich dich jetzt zum Beispiel 1.000 Euro schulden würde. Und ich würde die, dann haben wir als Beispiel Termin nächste Woche. Und ich würde dich heute anrufen, nicht eine WhatsApp anrufen und sagen, ah, tut mir leid, ist gerade ein schwieriger Zeit für mich. Ich kann dir nur 300 geben am Montag. Dann wirst du ja der Letzte, das sagt und mir in Hammern, das heißt, du wirst das auch, okay. Aber wenigstens hast du dich gemeldet, das ist super. Die dann meisten Leute verschwinden. Ja, genau. Und deswegen sage ich, das schafft man immer. Und alle diese Leute, was ich damals Geld geschuldet, also diese Unternehmen, sind gute Partner von mir heute. Siehst du, man darf die Brücken nicht verbrennen. Genau. Man muss immer offen mit den Leuten sein. So ist das. Das ist ja auch so eine Sache. Das mag Leute auch nicht reden drüber, wenn die irgendwie Schulden gehabt. Alle Leute haben Schulden gehabt. Wenn ich das dieses Bullshit höre mit, ja, boah, ich habe die Schulden gehabt. Wir haben aber schon alle Schwierigkeiten gehabt. Vor allem die Leute, die was versuchen aufzubauen. Ja, genau. Die was versuchen wirklich zu erreichen. Ja. Da gebe ich dir absolut recht. Ist Mats, ich glaube, Art. Vielen, vielen lieben Dank. Wir machen hier erstmal einen Cut. Wir machen einen Cut, vielen Dank. Wir können reden die ganze Nachmittag. Ja, aber ich würde sehr, sehr gerne mit dir über andere Themen nochmal sprechen. Ich war ja auch bei dir im Podcast, du machst mit Harry einen Podcast. Auch da unbedingt mal reinschauen. Vielen Dank dafür auch. Ja, vielen Dank euch. Ja. Und wir machen noch eine Episode 2 von hier. Sehr, sehr gerne. Ja, hat mich sehr gefreut. Gerne. Vielen Dank nochmal für die Danke, Einladung. Danke, Mann. Und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Danke Mal. Danke fürs Zuschauen. Ciao. Bis dann. Bis jetzt noch dabei seid. Und wenn euch dieser Podcast gefallen hat, die Themen, die wir besprochen haben, und wenn ihr der Meinung seid, das würde vielen anderen Leuten auch helfen, hier mal reinzuschauen und reinzuhören, dann würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn ihr natürlich teilt, wenn ihr fleißig die Message weiterverteilt und euren Liebsten oder euren Freunden auch eine kleine Hilfe oder Inspiration dadurch stellt für deren Leben, für deren Weiterkommen. Und ja, vielen, vielen lieben Dank. Ich freue mich sehr und bis zum nächsten Mal.